Willkommen zusammen und weiter geht's mit Warhammer. Total War, Warhammer 2 und so weiter. Ja, ich bin mal gespannt, wie es jetzt weitergehen wird. Sind ja einige Feindarmeen unterwegs, gerade im Gebirge auf der Ostseite. Kann gut sein, dass jetzt überwiegend gekämpft wird. Wird sie eigentlich sowieso immer. So, lade fertig. Fertig laden. Teil laden, fertig laden. Ja, im Hintergrund lade ich schon wieder andere Folgen hoch und mal schauen, ob das in irgendeiner Weise vielleicht die Performance beeinträchtigt oder nicht. Ich weiß auch gar nicht mehr, was ich letztes Mal gemacht hatte. Ich glaube gar nichts mehr. Ich glaube, ich muss jetzt echt nur die Runde einmal abgeben. Und dann geht's gleich weiter. Sieg in der langen Kampagne, okay. So, schauen wir mal. Okay, solange die noch nett zu mir sind, ist alles schicko. Ach so, stimmt, Grenzstadt könnte ich mir holen, aber da habe ich gerade keine Armee, die da irgendwie rüber marschieren könnte. Ich weiß auch nicht, ob das vielleicht eine Skavenstadt ist jetzt mittlerweile. Natürlich blöd, wenn ich jetzt die Kosten für eine Armee schon ins Leben rufe und dann, ja, müsste ich da kämpfen. Es eigentlich gibt auch Schlimmeres. Ja, das sieht mir sehr nach Ratten aus, da unten. Wahrscheinlich eine Skavenstadt jetzt. Clan Gritus. Mortals. Sterblicher, ihr kommt uneingeladen. Mögen eure Worte von äußerster Wichtigkeit sein, auf dass der Tod euch verschone. Ach nein, die wollen Frieden mit mir. Handelspartner mit Kislev. Ja, okay. Haben wir mit denen erstmal Frieden, dann ist zumindest da im Norden so ein bisschen Ruhe, dann kann ich mich mehr aufs Gebirge konzentrieren. Muss keine Angst haben, dass die mir gleich in den Rücken fallen. Jo, Grenzstadt ist eh wieder besiedelt. Da will ich jetzt momentan auch noch keinen neuen Krieg anfangen. Ich wollte ja eigentlich nur das Gebirge einmal erobern, in der Zeit, währenddessen meine Hauptstadt ausgebaut wird und ich die Endstufe der letzten Gebäudekette bauen kann, damit ich dann wiederum meine neue Armee rekrutieren kann. Verluste hoch. Helden dabei. Aber die sind eigentlich auch nicht so schlecht. Ich würde sagen, ich probiere das mal. Immerhin müsste ich die Stadtmauern haben. Nö, natürlich nicht. Weiß auch keiner, warum die gebaut wurden. Oder habe ich die nicht gebaut? Irgendwie irritiert mich das ein bisschen. Aber nicht kampflos, mein Freund. Schwertinfanterie. Ja, es ist ja... alles nicht schön. Monströse Infanterie. Ja, ist egal. Komm. Nee, die Zombies, die reißen hier eh nichts. Ich werde mit denen einfach flankieren und von hinten rein. Und einfach nur, um zu hoffen, genau wie mit den Wölfen, dass die irgendwie die Moral brechen oder so. So, und ihr hier habt wahrscheinlich auch keine Chance. Zauberer, ja, vielleicht ja doch. So, aber er muss angreifen. War das nicht mehr oder bin ich jetzt doof? Wahrscheinlich beides.
Ja, dann kommt mal ran, Jungs. Sind tatsächlich nicht viele. Hat er. Hä? Der hat doch mehr Einheiten gehabt, oder bin ich jetzt. Irgendwas passt doch da nicht. So, ihr geht dahin, ihr geht dahin. Ach, guck mal. So, das ist meine Kommandanteneinheit. Auf die muss ich auf jeden Fall aufpassen. Und da hinten kommen sie. Ja, komm, zack, rein, ist egal. Ihr geht nach da, ihr geht nach da. Ihr flankiert außen. Oh, shit. Das wird doof. So, aber die Fledermäuschen bringt wahrscheinlich auch nichts. Trotzdem rein da. So, noch schön auf Zeitlupe. Ah, nee. Nee, ich glaube, ich sehe jetzt schon, dass das nichts wird hier. Einheit verliert, klar. Ist natürlich auch nicht verkehrt. So, dann würde ich sagen, ihr baut euch hinten einmal kurz auf und ihr rein. Einheit siegt, klar. Einheit siegt, sie gleicht, ausgeglichen. Schade. Die gewinnen. Ja. Das geht ja gut los hier. Die sind schon am Abkotzen auf der Seite. Ja, ich mach mal die Beschleunigung rein. Das kannst du knicken. Euer General ist in der Schlacht gefallen, mein Herr. Die Nacht. Ja. Die Nacht ist jung und voller Schrecken. Knappe Niederlage. Nee, das war irgendwie... ziemlich eindeutig, finde ich. Ne? Immerhin 400 mitgenommen von dem. Die sind gar nicht mal schlecht hier, die Monströsen. Gustave Leicheberg. So, und ja, Siedlung verloren. Natürlich habe ich die Siedlung verloren. Ja, ihr braucht da unten gar nicht runter. Das werde ich euch gleich austreiben. Harte Worte und Zahnzieher. Siedlung geplündert, verloren, ja. Plündern, 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 plündern. Hol sie dir! Und? Schade. Aber trotzdem, erhöhte Reichweite und da haben wir euch. Entscheidender Sieg. Verluste niedrig. Kavallerie, Nahkampfspitze, Zauberer. Und das ist ein... Ja, komm. Das spiele ich. Volle Konzentration auf seine Helden. Schön, schmal hier. Kann ich mit der Infanterie eine Seite komplett dicht machen? Wer seid ihr denn? Ach, die habe ich ja, genau. Ich habe ja noch ein paar Skelette mitgenommen. Nahkampfspezialist. Okay, dann gehen meine Schwertkämpfer auf die Seite und die Skelettkrieger. Und dann sollte auf der Seite der Drops auch schon gelutscht sein. So, und der komplette Rest. Obwohl, nee, komm. Ein Wargulf bekommt ihr auch noch auf der rechten Front. Aber der komplette Rest geht links rein. Oder? Nee, komm, die Flatterviecher kommen auch weg. Die nehmen nur die Sicht. Aber so kann es losgehen. Ran und halten. Oder, ja, nee, doch, komm. Ran und halten in zweiter Reihe. Du kommst nach links, die Kutsche kommt nach links.
Die Monster sowieso. Und die Flattermatze hier. So, bleiben auch auf der Seite. Und ich würde sagen, ihr holt euch mal direkt ihn hier. Vollgas. Oh. Was schießt er? Schwertinfanterie? Ja, ich glaube, das war der Zauberer. Nahkampfspezialist, nee. Mach mal kurz ein bisschen langsamer. Wo seid ihr denn? Nicht ganz so flott. Ich habe doch einen zweiten Wargulf. Ach, verdammt. Der eine war hier, den anderen habe ich hinten vergessen. Sehr schick. So. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Hä? Kann ich keine... Das ist auch Manfred von Karstein. Wieso kann ich keine Toten mehr erwecken? Lehre des Todes. Ich kann hier nicht mehr hin und her switchen zu den anderen Zaubern. Finsternis, bla, irgendwas. Antlitz des Schreckens kann Entsetzen verursachen. Stark gegen den Angreifer. Passt mir das gerade nicht. So, der ist Flanke angegriffen, ausgeglichen. Seelenraub. So, weg. Wo ist er hier? Du musst dich mal dringend selber heilen, mein Freund. Ich glaube, ich habe den Angriff gerade abgebrochen. Kommt sie auch langsam mal an hier? Und Herr Wargulf? Ja. So, ihr drei geht da rein, ihr anderen drei verteilt euch hier und der Rest geht auch da mit rein. Und ihr geht mal, genau, einmal auf den Zauberer und einmal auf die Kavallerie. Trust me as master. So, mein Freund. Du holst dir mal seine doofe Kavallerie. Der will abhauen, glaube ich. Noch 93. Hier, Seelenraub. Und das war's. Next Hero. So, wie sieht's denn hier aus? Oh, ihn habe ich hinten vergessen. Hab Spaß, mein Freund. Immer rein in die gute Stube. Zauberer. Den holt ihr euch. So, die Schnellen auf die Zauberer. Feindliche Kommandant ist tot. Sehr cool. Alle auf den, außer die Kavallerie. Ihr holt euch die nervigen Bogenschützen. Sieg. Das war ein kurzes Intermezzo. Aber den hole ich mir auch mit.
Ah, abgebrochen. So, die Infanterie kann sich mal gerne sammeln. So, geht nur noch um ihn hier. So, und du musst mal ein paar von denen hier wiederbeleben. Ich hoffe, das klappt. Dass tote Kämpfer wieder auferstehen. Ja, das war's. Feindliche Einheit ausgelöscht. Ja, geheilt hat er zwar ein bisschen, hat er aber nicht viel auferstehen lassen. Guck mal, es gibt so einen kleinen Push hier drauf. Wo ist die Banshee? Will ich mir noch mal näher dran angucken. So, man. Ups, das wollte ich nicht. Taktische Karte. Ich wollte noch mal gucken. So, komm. 9, Tatsache. Das ist auch cool. 11. Aber ich glaube, nochmal schaffe ich nicht, oder? Ah, nee, schade. Sehr cool. Alle drei Helden zerlegt. Sollte dann wieder ein Blutkuss dazu geben. Vielleicht auch drei, ich weiß nicht. Geht wahrscheinlich nur für den Hauptanführer. ...17 verloren. 12 hier. Da irgendwie ein paar. Gut, der Herr von Karstein. So viel zu eurem Support hier. Die Stadt gehört gleich wieder mir. Arcanes Zepter. Zepter der Stabilität. 40% Magieresistenz. Pechkorn, Zauberstab. Gustav van Hell. Van Halen. Okay, der kriegt ihn sonst. Warum habe ich den? Egal. Irgendwas habe ich mir irgendwann mal dabei gedacht. Vielleicht auch nicht. Fionas Schicksal. Ja, und hier, ne? Tote erwecken. Aufrufung von irgendwas. Geht nicht mehr. Längere Effektdauer. Verursacht starken magischen Schaden. Riesiger, sich zufällig bewegender Wirkungsbereich. Purpursonne des Xerois. 24 Energiepunkte. Da bin ich mal neugierig drauf. So, das ist die Banshee. Schmutziger Kämpfer. Waffenstärke. Nahkampfangriff. So, mein Nekromant. Magische Reserven. Plus 15. Cool. Passendes Klima. So, wer seid ihr hier eigentlich? Orks. Nagenhof, okay, muss ich erstmal wieder aufbauen hier. Wachstum. Gucken, ja, Mist, 2 Runden noch. Ah,
Ja, ich will nicht hoffen, dass die Orks hier jetzt hier oben in die Stadt kommen. 11 Einheiten. Und da sind's Garnison viel zu wenig und dann auch nicht stark. Krieg erklären würde ich auch nicht zwingend wollen. So, ihr habt hier 20 von 20. Ne? Okay, so, Tode erwirken. Könnt ihr noch ein Vagulf hier reinziehen? Nee, nee, nee. Gruft Schrecken. Warte mal. Ich werde hier mal eine Kavallerie rauskicken. Dann mal gucken, was wir hier noch so Schönes haben. Gruft Schrecken. So, zweimal Fliegen, zweimal Vargulf, fünfmal davon, zweimal davon, die Kutsche. Gespenster könnte ich vielleicht mal mitnehmen. Körperlos, verursacht Entsetzen. Naja, dann eher die hier, Sensenreiter. Und dafür die Fluchritter noch wegnehmen. Gruftschrecken. So, passt das. Gut. Weidenhof. Ich weiß nicht, habe ich den da irgendwie hingeschissen und gespendet bekommen oder so? Oder wollte ich mit dem auch aktiv was machen? Was kannst du überhaupt? Tode erwecken. War hier einer tot? Nee. Fluchfürst, Nekromant. Meister Nekromant. Ja, der kommt sonst in die nächste Armee, die ich ausheben werde. So, wie sieht's hier aus? Auch nicht doll. Auch nicht doll. Kein Geld. Alles klar. Ich sag mal so. Bis der nächste Held da ist, dann kannst du auch nochmal zu Manfred und ihn ein bisschen unterstützen. Aber ich glaube, das dauert zu lang, bis du da bist, ne? Egal. So, was sagt die Uhr? 22. Ja, ich glaube, in der nächsten Runde hole ich mir meine Stadt zurück. Silberfeste. Und da kommen die Skaven hoch. Ach, come on. Bitte. Die Schweine haben sich vorbeigetunnelt, ne? So, warte mal. Wie sieht's denn hier aus? Grobe Gipfel. Drei Runden fertig. Skelettmauern habe ich. Ja, und dann kommt dieses Untertunnelung aufdecken. Machen wir es mal auf die Geschichte hier. Oh, dein Ernst? Nee, ich bin da, aber ich kann nicht mehr weiter. Hat er mich... Nee, hat er nicht. You dare, du wagst es. Ich dachte, sie hat mich Jude genannt. So, Tote erwecken. Einen könnte ich noch. Tod, Nekromant, Blutlinie, der irgendwas. So, was könnte ich denn noch? Gruftschrecken. Noch ein Trupp davon, falls ich mich breiter aufstellen muss. Da habe ich immer noch gute Kavallerie für außenrum. Ah. Lokal rekrutieren ist gerade nicht. Ja, machen wir das einfach. So, dann wird so meine Verteidigungsarmee aussehen. Eine Kutsche, sechs von den verfluchten Zweihändern. Zweimal Vargulf. Und ihr werdet wahrscheinlich jetzt den Rotaugenberg angreifen, ne? Der ist schon am Rekrutieren da oben, die blöde Sau. Ich komme da nicht schnell genug hoch, ey. Ist das blöd.
noch Verschleiß mitgenommen. Nee, zum Glück nicht. Strike out. Ja, nicht nah genug dran. Okay, Nachtmahl mit Rossharnisch. So, auf dass die Feinde nicht mehr so flott abhauen können. Würde ich mal sagen, Gnaschraksburg. Knapper Sieg, niedrige Verluste. Ach komm, das spielen wir. Gerade überlegt, einen schnellen Rush da einmal durchzumachen. So, Kinder, also Aufstellung starten. Ja, mit Winde der Magie ist echt krass. Sollte er nicht einen zweiten Nekromanten bekommen? Ich kann mich echt nicht mehr erinnern. Auf jeden Fall hat er auch 6 Schwertkämpfer. 2 hiervon, 2 davon. Dann kommt noch eine Lanzenharnisch. 2x Sensenreiter. Und dann noch so ein anderer Schattenvampir oder sowas. So. Immer die Schwachen in die Mitte und die von außen, die unterstützen dann mit. Ziehen dann damit rein. So, ihr bleibt in der Mitte. Die schwarze Kutsche geht nach außen. Ihr geht nach außen. Ihr kloppt euch dann von außen nach innen. Kommt er her oder zieht er sich zurück? Kann sein, dass er sich zurückzieht, weil die Garnisonsarmee von hinten kommt. Bleiben die in Formation oder lösen die sich auf, weil sie da möglichst schnell hin wollen? Ne, die bleiben echt so in der Formation, das ist gut. So, dann kann ich mit ein paar Einheiten so ein bisschen außen rum. So, das war's auch mit. Mit der Einheitenformation. Vollgas rein. Ihr holt euch seinen Helden. Wieder so ein Kackzauberer. Da, hier, jetzt kann ich wieder hin und her switchen. Switchen, schalten. Mal ein bisschen langsamer das Ganze hier. So wie es aussieht, kann Manfred einen Trupp nach dem anderen beschwören. Schon mal richtig gut. Gut, kurze Break. Monster. Ja, ihr holt sie die Speere. Ihr holt euch die, ihr holt euch die. Gut, ihr geht da rein, ihr geht erstmal damit drauf. Da rein. Ihr könnt euch die Bogenschützen stürzen und da ein bisschen rumnerven. So, ihr flitzt darüber, ihr flitzt darüber, ihr flitzt darüber. Ihr könnt gern damit rüber. So, ihr 4 auf jeden Fall Angriff auf seinen Helden. Ah, war gut, ist schon mittendrin, statt nur dabei. Sehr gut. Kannst den mit ansetzen. Anrufen von Nerk, ja, ist egal. Gut, was. Gut. Weiter geht's. Lass die nicht entkommen, Leute. Die Sau ist schnell. Ja,
Ja, und weg ist er. Ganz großes Buh. Gut, die Infanterie lasse ich mir auch von anderen wegnaschen. Wo wollt ihr denn hin? Wollt ihr jetzt abhauen oder kommt ihr rein? Okay, die hauen ab. Dann lasst sie. Wo ist Manfred? Da. So, gewinnen wir ein bisschen an Höhe, Kollege. Was ist denn da los? So, ihr geht euch mal hier hinten die blöden Fernkämpfer. Ist ja gut, dass die nicht nerven. Fargulf, da rein. So, Manfred, wo bist du? Kommst du mal hier unten runter? Ach, wen habe ich denn da noch vergessen? Holt ihn euch. Schön. Seelenraub. Auf ihn. Die mal mit unterstützen. Schwertkämpfer, Kavallerie, ja, ist egal. Der Rest flieht. Sieg, sehr cool. Aber ihn hier will ich auf jeden Fall noch. Jawohl, gestolpert, hingefallen und drüber gefahren. Okay. Ab nach Hause. Die Stadt dürfte damit wieder meine sein. 77 hat er weggenascht. Ja, und mit Skeletten, Skelettkriegern, da schön, dass die keinen Unterhalt kosten, aber da reißt man langsam nichts mehr mit. Entscheidender Sieg. So. Plündern hätte ich 101 bekommen. Ganz toll. Ein Blutkuss erhalten. Provinz gesichert. Öffentliche Ordnung. Nee, komm. Wachstum. Ja, Knaschraxburg. Ich glaube, da war ich schon weiter vom Bauen her, oder? Weiß ich nicht mehr. Manni, schon wieder ein Level hoch. Ach, guck mal, den habe ich vergessen. Okay, dann ist er auch jetzt jedenfalls günstiger. Seelenwillen, Fluch der Jahre, Nekromant. Tod erwecken ist schon auf Maximum. So, hier, ein bisschen Schadensresistenz. So, wehe, Düsterberg, Garnison. Aber, ja, ist nicht schlecht. Den leider nicht erreicht, den nicht erreicht. Gut, dann mache ich hier und dann sehen wir uns gleich wieder. Viel Spaß weiterhin, bis gleich und ciao.